wir auf dem Weg zur türkischen Grenze. Also Papakule, nicht Papakule wegen. Es ist halt ein bisschen zu lange dauert, um die Grenze zu überqueren. Richtig. Und was ich gerade sehe, ist eine andere Perspektive einer Aufnahme. Der echte Aufnehmer, der da vorne ist. Also der graue Truck da vorne. Die nehme ich gerade so auf. Wir fahren mit zwei Autos. Das heißt, ihr könnt immer eine Perspektive sehen, die ihr so gesehen nicht hättet sehen können. Ja. Stopp, stopp, stopp. Ich kann aber nicht stoppen, kann schneiden. Nein, halt die Dings an der Seite so. Hallo. Wir fahren gerade nach Çanakkale. Richtung Çanakkale. Ja. Gelibolu. Wir sind endlich in die Türkei angekommen gestern. Nach irgendwie, keine Ahnung, 1,5 Stunden Warten an der griechischen Grenze sind wir angekommen und machen jetzt uns auf den Weg nach Elko. Also für den Fall, falls die Leute nicht wissen, was Elko ist, das ist eine Art, wie nennt man das? Ein Campingplatz am Wasser, ne? Ein Erholungsort. Eine Art Campingplatz, wo du halt entweder ein Zimmer buchen kannst oder einfach ein Auto parken kannst. Bungalows und Stellplätze für Autos und Campingautos. Ne? Ja. Was du machen kannst, du kannst Billard spielen, du kannst baden, alles Mögliche. Ja, aber ein Restaurant da. Ja. Du kannst auch essen, wenn du willst. Was aber wahrscheinlich auch immer am Mittag, früh morgen oder auch abends sein wird. Also. Dennis wird sich täglich seine Dosis Cola abholen morgens. Ja. Ne? Und ich werde mir wahrscheinlich jeden Tag irgendwie, weiß nicht, ins Wasser reinklatschen. Das ist sehr schön, wenn ihr auch machen. Ich werde es trinken, wenn ich reinklatschen. Mitten? Ja. Erfände mal, wie Jim? Also, wir sind auf dem Fährenboot. Also, wir sind auf dem Autoboot. Und vereint hat die andere Seite. Also, wir waren ja jetzt, glaube ich, in Europa. Jetzt fahren wir nach Asien. Warum? Weil. Ja. Das ist irgendwie ziemlich cool wegen die Hafenmesser. Und ja, ich glaube, jetzt müssen wir aussteigen. Ach du Scheiße, was willst du verkaufen? Wer verkaufen die noch mich? Ja. Nein. Ich fähre. Hier. Hm? Wir sind jetzt hier in einem türkischen typischen Laden, aka Migros. Das ist an sich der Titel, ganz gut, das aufnimmt. Ich bin aber jetzt der Kameramann, also ja. Es gibt jetzt kein Kellerrum mehr, es gibt mich. Meinen Namen verrate ich jetzt nicht. Let's go! Bro, man hat sie gar nicht gehört. Übrigens, ich mache diese ganze Scheiße ohne Skript. Weil, warum nicht? Also warum soll ich mir ein Skript machen, wenn ich jetzt einfach aus Herzen sprechen kann? Hier, das sind so ziemlich die Snickers aus der Türkei. AKA Brownies. Okay.
Ihr seht, das ist übrigens meine Perspektive nur ein bisschen höher. Jetzt. Genau jetzt. Weil ich habe keinen Bock. Obwohl, jetzt, ich mache ihn kleiner. Die kleiner. Oh mein Gott. Na, und dort ist noch einmal. Aber Naruto T-Shirt. Ich hab Naruto T-Shirt gesehen. Wie cool. Anne, ne? Komm mal mit. Da ist das zweite. Das ist völlig zerknittert, einfach schlechte Qualität. Schlechte Qualität. Das ist gut, ja. Ach Mann. Hashtag Free T-Shirt. Weiter geht's mit dem Film. Das ist jetzt mal ein bisschen längeres Clip. Das längeres Clip, Abschluss. Längerer Clip. Wegen. Ich meine, wir sind in dem Laden. Da kann ich euch schon zeigen, was es hier gibt. Wenn mir jetzt hier keiner aufhält. No one can stop me. Let's go. Das sind übrigens Doppel-M-Migros, ne? Also, Migros ist für mich das Penny aus der Türkei. Ich meine, hier gibt es kein Rewe, hier gibt es Migros. Ich finde, das ist ja echt Perspektive. Da ich mich nicht zeigen werde, wahrscheinlich. Ihr könnt mich im Video finden. Und das ist schon mal klar. Ach, du, das sind Muffins. Der Clip ist schon 3 Minuten lang, aber irgendwie einen ja, Kack. Weiter geht's. Und ich trage gerade Sandalen. Wegen, ich habe keine echten Schuhe mitgenommen. Das mache ich schon. Schau, du gehst mit diesen Dings der Wasserschlacht. Sehr Wasserschlacht, ich glaube, ich schaue was. Ich glaube. Wir sind fertig. Ich würde sagen, tschüss. Ich bin mal der Kameramann. Sieh doch mal einen Anblick von hinten. Nochmal einen Anblick von der anderen Seite. Normalerweise tut mir ja die ganze Zeit mein Vater, aber diesmal mach ich das mal. Das? Keine Ahnung. Mit dabei auch Dennis. Guck mal in die Kamera. Wir wollen in die Kamera gucken. Carolina, weil die andere Grenze, ja, die schneller gehen würde, hat uns dazu verlangt umzudrehen. Darauf hatten wir keine Lust. Deswegen, ja. Da hoffen wir mal, dass wir heute Türkei sicher ankommen. Ey, Frau Lehrerin, hier ist das Video, was ich Ihnen schicken wollte. Ja, keine Ahnung. Wir sind hier mitgenommen auf die Fähre. Also, das ist irgendwie 10 Meter hoch. Also, ich habe Höhenangst wie noch nie. Ich bin hier auch. Und ja. Wie soll ich sagen?
wollten einfach so eine Postkarte schicken. Und da ich keine Postkarte kaufen werde, gebe ich dir eine digitale Postkarte, obwohl ich zu hören bin. Ja, digitale Postkarte am Arsch. Okay. Das ist hier innen drin. Also hier sind gerade 36 Grad in der Türkei. Deswegen zu warm. Ja. Das ist hier gerade eine digitale Postkarte für euch. Viele Grüße aus der Türkei. Digitale Postkarte 2. Noch am selben Ort mit einem Drink. Also, warum ich jetzt diese Postkarte nochmal schicke? Ich mach 5 mit den digitalen Postkarten. Das ist gerade der zweite Teil. Es geht gleich los. Der andere YouTuber, der macht auch schon seine Videos. Der andere YouTuber, das ist eine Postkarte von Dings. Für meine Lehrerin. Ja, ich mache nebenbei auch noch ein YouTube-Video. Das ist nicht einfach. Ja. Es geht los. Mama. Ich muss von Seite 5. Ich muss von der Seite hören. Oh. Nee, sorry. Es geht los, wir fahren! Es rumpelt und rumpelt nicht raus. Ich muss hier irgendwo hinlassen, wo es frei ist. Es geht los. Das ist so cringe. Okay. Diese Postkarten werden so um die 1,5 Minuten lang sein oder 2 Minuten. Also wundert euch nicht, wenn ich viele Postkarten davon mache. Ich will einfach so viele Updates haben. Das ist schön. Ja. Test. Das ist Wassermelone. Und Erdbeere. Ich trinke es nicht. 8 von 10. Die haben den Geschmack nicht richtig ausgeprägt. Ey, wir fahren nicht. Ich will los. Oder wo ich nachdenke. Ich mache so kurze Filme, die muss ich einfach abgucken können. Ich weiß nicht mal, ob ich dieses Ding zeigen würde. Ich hab meinen Drink da gelassen, wie so ein Vollidiot. Ja. Update. Also, ihr wisst ja, dass ich gerade noch im Auto war und von gefühlt Scammern gerade die Tür ist. Wow, ich komme nicht mehr raus. Oh, nee, ja. Hi, Ralf. Hier ist eine Tür. Okay. Was ist denn mal draus? Guck mal, was ich gemacht habe, bevor du die Tür öffnest. Okay, warte. Raus hier.
Scheiße, okay.